Willkommen bei Bildner TV. DATEV Kanzlei Rechnungswesen kann viele Buchungen automatisch zuordnen. Doch wie geht man mit Buchungen um, die das System nicht automatisch erkannt hat? Wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran! Hallo Günther. Hallo Christian. Ja, im ersten Teil unseres Videos zum automatischen Verbuchen elektronischer Kontoauszüge mit DATEV Kanzlei Rechnungswesen haben wir ja die einfachen Fälle behandelt. Das heißt, Fälle, die das System automatisch zuordnen konnte. Jetzt in diesem Video geht es um die etwas schwierigeren Fälle. Ja. Günther, du bist ja Fachbereichsleiter und Fachbuchautor, Fachbereichsleiter bei der Kölner Wirtschaftsfachschule und zuständig für kaufmännische Themen. Ja. Diese Fälle sind ja überwiegend aus der Praxis, die wir jetzt sehen. Wer übrigens das Ganze nochmal nachlesen möchte, kann das auch gerne im Buch machen. Vom Günter Lenz, praxisnahe Finanzbuchhaltung mit DATEV Kanzlei Rechnungswesen, erschienen im Bildner Verlag. Und jetzt sehen wir dann, wie es weitergeht mit diesen etwas komplexeren Fällen, die das System nicht automatisch erkannt hat oder nicht automatisch verbuchen konnte. Ja, genau. Darum geht es jetzt hier bei dem zweiten Teil. Es ist so, dass, wie gesagt, im ersten Teil geht es darum, wie man den Mustermandant einspielt, wie man überhaupt die elektronischen Bankauszüge in das Programm hineinbekommt, damit man diese Buchungsvorschläge dann im System sieht. Das ist im ersten Teil gewesen. Ja, und beim zweiten Teil geht es halt eben jetzt darum, Fälle sich anzuschauen, die halt eben nicht so ohne weiteres übernommen werden können, sondern die man natürlich zuerst mal genauer betrachten muss, bevor man das macht. Und ja, das heißt, man sollte unbedingt natürlich die entsprechenden Erfahrungen haben für diesen zweiten Teil, ja, damit ich weiß, wie ich diese Buchungsvorschläge überhaupt hier reinbekomme. Ja. Mhm. Also deswegen ist das natürlich dann notwendige Voraussetzung. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, wie man mit dem entsprechenden Buchungsvorschlag umgeht. Man schaut sich das Gerät im Programm an, über die entsprechenden Buchungsstapel. Und da ist es halt eben so, dass wir jetzt hier eine entsprechende Buchung sehen, die als unsicherer Buchungsvorschlag gekennzeichnet wurde. Das bedeutet, genauer gesagt, dieses Fragezeichen-Symbol. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes und drücke mal die Plus-Taste. Damit wird die Buchung in die Buchungsmaske übernommen. So. Wir sind ja immer noch bei unserem Mustermandanten. Ja, also es kann nichts passieren. Alles, was wir hier machen, ist ja immer noch ohne Gefahr für die echte Buchhaltung. Genau. Nee, es ist eigentlich alles okay. Hier. Die Frage ist, warum ist das jetzt mit einem Fragezeichen belegt? Und das ist natürlich jetzt erstmal nicht so ohne weiteres herleitbar. Das heißt, man müsste sich jetzt den offenen Posten ein bisschen genauer anschauen. Man geht also auf das OPOS-Konto und man sieht halt eben Folgendes, dass halt eben jetzt hier ein offener Posten bestanden hat von 1.150 Euro. Überwiesen wurden allerdings nur 1.127 Euro. Das heißt, der Kunde hat 2% Skonto gezogen. Die Frage ist, durfte der Skonto ziehen? Das ist deswegen das Fragezeichen. Mhm. Ja. Das heißt, ist das jetzt das Konto innerhalb der entsprechenden Zeitraums als erlaubt? Oder ist das Skonto unrechtmäßig gezogen worden? Das kann man jetzt testen. Man sieht das hier unten in der Buchungsmaske. Das sieht so das ist so eine grüne Lampe. Das sieht aus, das Skonto von 23 Euro. Ja, und wenn man jetzt Folgendes macht, man drückt die rechte Maustaste auf dem Feld Skonto und geht dann auf Skontoprüfung. So, dann zeigt er an, ob das Konto überhaupt gezogen werden durfte. Okay. Ja, es sind 2% Skonto, die der Kunde ziehen konnte innerhalb von 30 Tagen. Mhm. Und demzufolge ist das richtig und korrekt. Okay. Das heißt also, man kann das Konto übernehmen und man kann das jetzt übernehmen, diese Buchung. Und deswegen wurde diese Buchung mit dem Fragezeichen belegt. Wie ist das? Merkt sich das System jetzt diesen Fall und wird es beim nächsten Mal, wenn dieser Kunde bezahlt, dann automatisch diesen Skontoabzug gewähren und die grüne Lampe leuchten oder muss man das nochmal machen? Das heißt, es ist eigentlich so, dass nur mal, dass das Kontoverhalt oder das Kontosachverhalt angezeigt wird nochmal, ja. Aber beim nächsten Mal ist es natürlich wieder so, dass er prüft, ja, das Konto gezogen, rechtmäßig oder unrechtmäßig, ja. Es könnte auch sein, dass es außerhalb der entsprechenden Frist ist, ja.
Und deswegen sind so viele entsprechende Dinge dort, die halt eben unterschiedlich sein könnten. Mhm. Deswegen wäre es besser, das im Einzelnen zu klären. Aber es war relativ einfach zu übernehmen, diese entsprechende. Okay. Okay, das heißt, das nächste, was wir uns anschauen, sind halt eben wieder klare Fälle. Das heißt also hier Zahlungseingänge von entsprechenden Kunden wieder. Ja. Und auch die kann ich halt eben jetzt übernehmen. Das ist der gleiche Kunde, 60301. Ja, mit Plus-Taste kann ich den wieder übernehmen. Ja, und da sieht man eigentlich, dass der entsprechende Kunde da dahinter steht. Und das sind nicht zwei Zahlungen, die er jetzt geleistet hat, nicht eine Zahlung, sondern zwei Zahlungen, die er geleistet hat. Deswegen nimmt er die beide jetzt damit hinein. Mhm. Das heißt also, der hat also beide offenen Posten bezahlt. Das kann ich jetzt auch übernehmen. Ja, und wird halt eben dann verbucht. Ja, so schaut das System schon, dass es solche zusammengefassten automatisch, Zahlungen erkennt. Genau. Mhm. Als Sammelzahlung hat er das erkannt und hat also diese beiden, die halt eben jetzt mit einer grünen Lampe belegt worden sind, entsprechend belegt. Ja, und jetzt ist natürlich so, was mache ich jetzt mit den Fällen, wo halt eben dann dieses entsprechende Konto nicht erkannt steht. Ja. Ja, da muss ich natürlich genauer ausholen. Und man müsste sich halt eben hier das Ganze genauer anschauen. Wenn man sich den elektronischen Beleg anschaut, dann sieht man sehr schön, dass hier ein Check eingegangen ist, mhm. ja, in Höhe von 250 Euro. Das heißt, über diesen Check sind 250 Euro abgebucht worden vom Bankkonto. Aber man weiß nicht. Ist auch klar, woher soll das System das wissen? Der hat ja nur eine Checknummer, keinen Kunden. Ja, dann schon eine Checknummer, da steht kein Kunde dahinter. Ja. Oder beziehungsweise wir haben eine Zahlung veranlasst. Ja. Das ist also jetzt alles nicht geklärt. Mhm. Ja. Und bei diesen Fällen ist es natürlich jetzt so, dass man jetzt sagen müsste, okay, was ist jetzt im Einzelnen damit? Ja. Es gibt sogenannte unklare Fälle. Und das wäre jetzt wirklich ein unklarer Fall. Man müsste jetzt halt eben recherchieren bei der Bank, was ist denn mit dieser Checknummer? Wer hat die ausgestellt? Was ist da passiert? Und bevor das nicht geklärt ist, ja, müsste man diesen Betrag umbuchen auf ein entsprechendes Konto, damit er halt eben dort verbucht ist. Es fehlt dir jetzt noch ein Konto, wo ich das hinzubuchen habe. Ja. Und ja, wie macht man das? Das heißt, man macht halt jetzt Folgendes. Man geht über die Eigenschaften und hier in dem Falle über Buchungsvorschläge. Und dort gibt es einen entsprechenden eigenen Passus, da steht zu klärende Buchungsvorschläge. Mhm. Ja, und man muss halt eben jetzt sagen, auf welches Konto, wo soll das jetzt hingebucht werden, damit es nicht in Vergessenheit gerät, ja, sondern dass ich das halt eben als, ja, als entsprechendes Konto auf am Schirm habe, dass ich das kontrollieren kann. Und das wäre halt eben dann hier hinterlegtes Konto, das nennt sich halt eben 1469, heißt ein unklarer Posten. Mhm. Ja, unklarer Posten. Das hier reingeht, 1469. Ja, da ist das Konto. Ja. Und da, das Konto soll halt eben genommen werden, wenn ich jetzt das später klären muss, was denn jetzt mit diesem Scheck passiert ist. Okay. Ja, ich hinterlege also jetzt das Konto und das ist jetzt hinterlegt. Damit ist das jetzt für die Zukunft so, dass wenn ich jetzt einen Sachverhalt habe, der nicht direkt geklärt werden kann, sondern später geklärt werden muss, ja, weil ich etwas nachrecherchieren muss, ja, dann haben wir dieses Konto unklarer Posten. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen diese Buchung jetzt in die Buchungszahl übernehmen. Also drücken wir jetzt erstmal die Plus-Taste, damit die Buchung übernommen wird. Ein entsprechendes Konto wissen wir ja nicht, deswegen müssen wir das auf das Konto unklarer Posten umbuchen. Und wir müssen jetzt im nächsten Schritt halt eben jetzt das Konto unklarer Posten hinterlegen. Mhm. Und das hinterlegen wir mit der Tastenkombination Steuerung und F7. Okay, ja? Steuerung und F7, gut merken. Steuerung F7. Jetzt sieht man, da steht jetzt das Konto 1469, also unklarer Posten. Und dort finde ich diesen Schritt. Was wieder. Man jetzt genau dafür hinterlegt haben. Okay. Ob das jetzt erstmalig gebucht worden ist oder nicht, das kann man sich jetzt auch sehr schön anschauen. Das heißt, wir gehen hier auf das FIPO-Konto und gehen jetzt auf unklare Posten und siehe da, es ist schon mehr auf dieses Konto gebucht worden, aber auch diese Buchung jetzt eben, dieser Zahlungsausgang ist jetzt halt eben jetzt hier auf diesem Konto gebucht, wo wir nicht wissen,
Was ist das überhaupt? Das heißt, man muss sich auf jeden Fall mit dieser Buchung nochmal beschäftigen. Ja, nacheinander beschäftigen, weil es muss ja geklärt werden. Deswegen haben wir es ja auf dem Konto zu klärender Posten. Okay, ja, genau. Also kleiner Tipp an alle Buchhalter und Buchhalterinnen, wenn ihr euch viel Arbeit sparen wollt und die Arbeit vom System erledigen lassen wollt, dann sorgt dafür, dass eure Chefs nicht mit Schecks bezahlen. Genau. Ja, nicht zugeordnet sind. Genau. Okay. Ja, die nächsten beiden Fälle hier drin sind klarer. Ja, sind mit einer grünen Lampe belegt. Das ist ein Zahlungseingang mal wieder von einem entsprechenden Kunden. Mhm. Mit Plus-Taste übernehmen. Ja, nochmal Plus-Taste. Dann ist das eigentlich erledigt. Ja, der nächste Buchungsvorgang ist Bezahlung einer Miete. Ja, in Höhe von 500 Euro. Mhm. Ja. Auch das als grün hinterlegt, ja, als Dauerauftrag, Miete. Ja. Hat er erkannt. Reimersteg, Reimers Testweg 35. Ja, auch das ist eigentlich übernommen. Ja, und dann ist gleich zu übernehmen. Ja, und bei dem nächsten Fall ist das natürlich jetzt wiederum so, ja, dass das jetzt nicht geklärt werden ist. Das heißt, hier fehlt uns jetzt wieder ein Konto. Ein Dauerauftrag. Ein Dauerauftrag, ja. Aber es ist halt eben so, dieses Symbol heißt, dass das Konto nicht erkannt ist. Ja. Er weiß jetzt nicht, wo er es hinzubuchen hat. Mhm. Das heißt also, ich kann das jetzt entweder auf dieses Konto unklare Posten buchen oder der Sachverhalt ist zu klären. Wenn ich den jetzt klären kann, den Sachverhalt, das ist genauso ein Dauerauftrag wie der Vorgang vorher. Ja. Ja. Dann kann ich natürlich auch hier sagen, okay, übernehmen wir das in die Buchungszeile. Ja. Und das heißt halt mit Plus-Taste. Und ich kann es gleich richtig zuordnen. Mhm. Und ich gebe halt eben jetzt das Konto hin für die Miete. Ja. Halt eben dann mit Vorsteuer 6310 ist das Konto Miete. So, und damit habe ich das zugeordnet, ja, und weiß also, okay, das ist jetzt im Prinzip eine Miete, die ebenfalls, genauso wie der Vorgang vorher, dauerhaft eingeht, ja, und diese halt eben jetzt hinterlege. Ja. Das heißt, das nächste Mal erkennt das System das automatisch. Das wäre schön. Ist nicht so? Macht er nicht, ja, dass er das automatisch erkennt. Ja. Jetzt gibt es etwas, was ich als sehr gut erfinde. Das heißt, man kann das System lernen lassen. Aha. Das heißt also, man kann diesen Buchung jetzt, ja, die er jetzt nicht erkannt hat, ja, mit diesem Elms-Beispielstraße, ja, die kann ich jetzt für die Zukunft hinzufügen. Okay. Und zwar macht man das wie folgt. Man gibt mit der rechten Maustaste auf die Buchung und da gibt es einen Befehl, der heißt Lerndatei-Eintrag. Mhm. Oder Steuerung L, Tastenkombination dafür. Und man kann also jetzt das System lernen, dass er das für die Zukunft weiß. Ja, das heißt also, wenn jetzt ein Dauerauftrag kommt, dass er jetzt für die Zukunft halt eben weiß, dieser entsprechende Vorgang hier mit diesen 600 Euro, mit dem Betrag, den kann ich jetzt als Lerndatei-Eintrag hinterlegen, damit er den zukünftig erkennt. Also das heißt, man kann das System mit sogenannten Lerndatei-Einträgen hier füttern, ja, damit er diese später als klare Vorgänge erkennt. Das gilt aber jetzt aber nur für diesen Mustermandanten. Das gilt für den Mustermandanten, gilt aber auch für die Praxis. Ja. Das heißt also, ich habe also auch in der Praxis entsprechende Dinge, die er nicht automatisch erkennt. Ja. Und wenn ich jetzt sage, er soll diesen Lerndatei-Antrag hinlernen, dann kann ich das tun. Also man muss diesen selben Vorgang dann mit den echten Daten auch nochmal machen. Genau. Aber zum Üben kann man es hier in Mustermandanten machen. Aber er übernimmt jetzt dieses Makro oder wie auch immer man das bezeichnen mag, nicht für den echten Mandanten. Nicht für den echten Mandanten, sondern nur für den Mustermandanten, richtig, ja. Aber man kann dieses System, dieser Lerndatei-Einträge eigentlich in die Buchhaltung jederzeit halt eben dann, gerade bei diesen automatischen Vorgängen, hinterlegen, damit er das kann. Verwendungszweck, Dauerauftrag, da steht es halt eben drin. Kostenstellen weiß man natürlich jetzt nicht, aber der Betrag von 600 Euro, wenn das ein Dauerauftrag ist, dann kann ich natürlich auch dann hinterlegen. Ja. Auftraggeber, auch den kann ich übernehmen als Lerndatei-Eintrag. Mhm. Ja. Wenn ihr jetzt aber als danach sucht, das Verwendungszweck Miete März dort steht, dann würde ja das nächste Mal, wenn dort steht Verwendungszweck Miete April, das wieder monieren, oder? Genau, genau.
würde, macht keinen Sinn. Das heißt, den Verwendungszweck da das Häkchen rausnehmen. Ja? Okay. Wichtiger ist, dass der Auftraggeberdaten da steht und der Betrag, ne? Damit das, das eindeutig zuordnen kann. Ja? Da steht ja auch da oben Beispiel Vermieter Lager, das ist eigentlich auch das entsprechende System, was da dahinter steckt. Und das kann ich jetzt mit OK bestätigen. Mhm. Ja? Passiert jetzt im Hintergrund das Ganze. Ja? Das heißt, ich sehe jetzt eigentlich gar nichts damit, aber wenn ich das nächste Mal halt eben dann das abrufe, ja, und dann eben diesen Dauerauftrag von diesem entsprechenden Vermieter habe, dann ist es so, dass es tatsächlich dann auch hinterlegt wird, ja. Und ja, so geht das halt eben hier weiter innerhalb dieser Buchungsvorgänge, ja. Man sieht also hier wiederum, ja, zwei Vorgänge, die ohne weiteres übernommen werden können, ja. Das sind jetzt andere Sachkonten, ja, dann auch wiederum ein entsprechender Fall, der zu klären ist, ja, ob ich jetzt ein Konto da hinterlegen und das sind dann entsprechend das Sachkonto oder das Personenkonto hinterlegen muss. Mhm. Das muss man natürlich dann im Einzelnen klären. Wenn es nicht geklärt werden kann, auf unklare Posten buchen, umbuchen. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich die gleiche Vorgehensweise auch bei den weiteren Vorgängen. Ich will die jetzt nicht alle durchgehen, weil das wiederholt sich halt eben dann. Ich entscheide halt eben dann den Fall, okay, ist es zu klären? Dann setze ich natürlich das Sachkonto dahin oder das Personenkonto, damit es geklärt ist. Lässt sich das Ganze nicht klären, so ohne weiteres, dann auf das Konto unklarer Posten, Steuerung F7 umbuchen, mhm, ja, okay, damit es halt eben auf diesem entsprechenden Konto ist. Ja, und so wiederholen sich diese entsprechenden Vorgänge. Diese Lerndateieinträge sind sehr interessant, ja, weil ich natürlich dann das System immer weiter perfektionieren kann. Ja. Dass halt eben im besten Fall, wenn ich einen Buchungsvorschlag oder ein Konto also abrufe, dass dann nur noch grüne Lampen erscheinen. Ja? Und dann haben wir natürlich dann die Buchhaltung perfektioniert. Das ist eigentlich das, was da dahinter steht. Ja. Also wunderbar, das ist ein tolles System, um sich die Arbeit langfristig zu ersparen. Genau. Man kann es wunderbar üben in diesem Muster, man dann eben probiert es selbst aus. Es ist ganz einfach und alles nachzulesen im Buch von Günter Lenz, Praxisnahe Finanzbuchhaltung mit DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Wir machen noch weitere Videos zu DATEV, bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und einen Daumen hoch. Danke. Bis bald wieder bei Bildner TV.